Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Am Strand. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug an den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Was für ein Haufen Zeug. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen, wenn wir gehen. Sonnenschirm, Strandtasche, Handtücher, Eimer und Schaufeln und ein Wasserball. Gut, aber bevor ihr spielen geht, müsst ihr eingecremt werden. Die Sonne ist sehr heiß, deshalb brauchen Peppa und Schorsch Sonnencreme. Kommt, wir testen mal den Wasserball. Scheint zu funktionieren. Was für ein großartiger Wasserball. Schorsch, du wirfst den Ball und ich fange ihn. Schorsch, fang! Oh je, Schorsch ist zu klein, um den Ball zu fangen. Mach doch nicht, Schorsch. Willst du mit Peppa vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Oh. Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Peppa, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama. Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, Bitte, Papi. Oh, na gut. Yippie! Peppa und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So, jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Wenn du schön bitte sagst. Bitte, bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen. Schorsch, sollen wir Sandburgen bauen? Peppa und Schorsch bauen Sandburgen. Zuerst füllen wir den Sand in die Eimer. Siehst du? Dann drehen wir die Eimer rum und klopfen drauf. Und heben sie wieder hoch. Pokus, pokus. Eine Sandburg. Pokus, pokus. Noch eine Sandburg. Peppa, Schorsch, Zeit nach Hause zu gehen. Und lasst nichts hier liegen. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen. Handtücher, Strandtasche, Sonnenschirm und der Wasserball. Das ist alles. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Natürlich, wir haben den Hut vergessen. Papa, wir haben Papa vergessen. Oh, ja, wir haben Papa vergessen. Hä? Was? Papa, fast hätten wir dich hier vergessen, aber Schorsch hat an dich gedacht. Schön, dass wenigstens Schorsch an mich gedacht hat. Meine Geburtstagsparty. Peppa hat Geburtstag. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich hab Geburtstag.
Schorsch, wach auf, ich hab Geburtstag. Wir feiern heute eine Party. Und Papa macht eine Zaubershow. Schnell, Schorsch, wir wecken Mama und Papa auf. Mama und Papa Wutz schlafen noch tief und fest. Wach auf, ich hab Geburtstag. Wach auf. Wie spät ist es? Es ist sehr spät. Es ist 5 Uhr früh am Morgen. Ja, der Tag ist schon bald um. Na gut, dann fangen wir sofort an zu feiern. Yippie! Mama, Papa und Schorsch geben Peppa ihre Geschenke. Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Oh, was ist denn das? Ein Puppenkleid! Das ist was für Teddy. Danke, danke schön. Gern geschehen, Peppa. Ich wusste gar nicht, dass Teddy ein Mädchen ist. Oh, Papa, natürlich ist Teddy ein Mädchen. Mein neues Kleid ist sehr schick. Dankeschön. Gern geschehen, Teddy. Mach es nicht schmutzig. Weißt du, was als nächstes kommt, Peppa? Ja. Meine Freunde kommen zu meiner Geburtstagsparty und Papa macht eine Zaubershow. Haha, niemand wird ahnen, dass der Zauberer dein Papa ist. Du musst mich ankündigen mit der unglaubliche Mysterio. Der glaubliche Mr. O. Ja, der unglaubliche Mysterio. Papa hat die Zaubertricks gut geübt, wochenlang. Meine Freunde kommen! Yippie! Da sind Peppas Freunde. Molly Mietze, Luzi Locke, Klausi Kleff, Luisa Löffel und Pedro Pony. Hallo alle zusammen! Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Nee. Kommt, Kinder, die Party kann losgehen! Hurra! Papa Wutz gibt eine Zaubervorführung. Peppa, denk daran, dass du sagst, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den unglaublichen Mysterio. Ist gut, Papa. Meine Damen und Herren, hier kommt Zauberpapa. Hurra! Ich präsentiere meinen ersten Trick. Abracadabra! Oh, es ist Teddy! Für meinen nächsten Trick brauche ich einen Helfer aus dem Publikum. Ich brauche nur einen. Junge Dame, Sie haben sich zuerst gemeldet. Verraten Sie uns Ihren Namen? Luzi Locke. Gut, Luzi. Hier sind 3 Bälle. Ein roter Ball, ein blauer Ball und ein gelber Ball. Okay. Wählen Sie jetzt heimlich einen aus, während ich mich umdrehe. Okay. Haben Sie schon gewählt? Ja. Abracadabra, Sie haben gelb. Nein. Abracadabra, blau. Nein. Abracadabra, rot. Ja, es war der rote. Hurra! Dummer Zauberpapa, du hast alle Farben aufgezählt. Psst, Peppa, sag es keinem weiter. Möchtet ihr noch einen Trick sehen? Ja, bitte! Macht eure Augen zu, nicht gucken. Sprecht das Zauberwort Abracadabra. Abracadabra! Augen auf. Oh! Hurra! Meine Bananengeburtstagstorte! Lass die Kerzen aus, Peppa. Hurra! Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Vielen Dank. Das ist der beste Geburtstag überhaupt. Einkaufen. Peppa und Schorsch gehen einkaufen. Peppa und Schorsch kaufen gerne ein. Schorsch liebt es, im Wagen zu sitzen. Peppa eigentlich auch. Papa, kann ich nicht auch im Wagen fahren? Hoho, du bist schon zu groß dafür, Peppa. Oh. Hilf mir doch beim Einkaufen. Ja, gerne.
Wir haben 4 Sachen auf der Liste. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln und Obst. Ich werde das holen. Hier entlang. Peppa und Schorsch lieben es, einzukaufen. Peppa, zuerst brauchen wir Tomaten. Ich sehe sie. Hier sind die Tomaten, Mama. Gut gemacht, Peppa. 1, 2, 3, 4. Jetzt leg sie in den Wagen. Hier sind die Tomaten. Gut gemacht, Peppa. Tomaten, die können wir von der Liste streichen. Was steht noch auf der Liste? Spaghetti. Patetti. Das stimmt, Schorsch. Aber man sagt Spaghetti. Patetti. Spaghetti mögen Peppa und Schorsch am liebsten. Wo wohl die Spaghetti sind? Ich kann sie sehen. Hier entlang. Spaghetti. Guck, Mama, hier sind die Spaghetti. Gut gemacht, Peppa. Wir legen die Spaghetti in den Wagen. Ja, Mama. Patetti. Schorsch, es heißt Spaghetti. Pidetti. Was sagt unsere Liste, Peppa? Chips. Chips sind nicht auf der Liste. Wir haben jede Menge Chips zu Hause, Peppa. Rate noch einmal. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Erinnerst du dich, Schorsch? Sausier. Dinosaurier? Schorsch, es gibt doch keine Dinosaurier im Supermarkt. Nein, Schorsch, der nächste Punkt auf der Liste sind Zwiebeln. Zwiebeln! Jetzt fällt's mir wieder ein. Hier sind sie. Gut gemacht. 1, 2, 3, 4. Zwiebeln. Sehr gut. Das war's fast schon von unserer Liste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Eine Pflanze? Steht die auf der Liste? Aber nein, Schorsch. Als letztes auf der Liste steht noch Obst. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Du kannst das Obst aussuchen. Wo ist das Obst? Da drüben. Es gibt Äpfel, Orangen, Bananen und eine sehr große Melone. Welches Obst sollen wir nehmen, Schorsch? Äpfel? Orangen? Bananen? Eine Melone! Das ist die Kasse, an der alles bezahlt wird. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln, Melone, Schokokuchen. Schokokuchen? Schokokuchen? Steht der auf der Liste? Peppa, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein, Mama. Schorsch, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein. Also ich war das auch nicht. Wer war es dann? Ich dachte, er wäre lecker zum Pudding. Papa Wutz. Schlimmer Papa. Entschuldigt, er sieht einfach zu köstlich aus. Er sieht wirklich lecker aus. Oh, tun wir so, als wäre er auf der Liste. Schokokuchen! Hurra! Das Theaterstück. Peppas Spielgruppe möchte ein Theaterstück aufführen. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hurra! Alle Kinder spielen bei dem Stück mit. Sie müssen zu Hause üben. Peppa spielt das Rotkäppchen. Mama Wutz hat ihr Kostüm genäht. Papa Wutz hilft ihr beim Textlernen. Also, Peppa, was musst du sagen? Ich bin das kleine Rotkäppchen. Sehr gut. Und dann? Ich besuche meine Großmutter. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa! Klausi Kleff spielt den großen bösen Wolf. Opa Kleff und Mama Kleff helfen ihm beim Proben.
Ich bin der große böse Wolf. Möglichst nicht lachen, Klausi. Du musst furchterregender sein. Versuch es mal so, Klausi. Ich bin der große böse Wolf und ich fresse euch alle. Siehst du? Ja, das war echt furchterregend. Pedro Pony spielt den Jäger. Er rettet Peppa vor dem großen bösen Wolf. Ich bin der Jäger und... Pedro ist ein bisschen schüchtern. Nee, du sagst, ich jage dich davon, du großer böser Wolf. Hau ab, gemeiner Wolf. Gut gemacht, Pedro. Luisa Löffel spielt die Großmutter. Was muss ich sagen, Mama? Mal sehen. Am Anfang des Stücks sperrt dich der große böse Wolf in einen Schrank. Dann ganz am Ende des Stücks rettet dich der Jäger. Und du sagst, Dankeschön. Dankeschön. Das war gut, Luisa. Alle sind gekommen, um das Theaterstück zu sehen. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Aufführung Rotkäppchen und der böse Wolf. Zuerst stellen sich die Schauspieler vor. Bitte, bitte, mit Rücksicht auf die Schauspieler, nicht fotografieren. Und jetzt beginnt unser Stück. Großmutter ist zu Hause. Doch wer ist dieser Besucher? Ich bin der große böse Wolf. Gut gemacht, Klausi! Oh je, Klausi hat seinen Text vergessen. Großmutter, du musst in den Schrank gehen. Geh in den Schrank! Der große böse Wolf tut so, als wäre er die Großmutter. Oh! Ich bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa! Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe, zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe, zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Dankeschön. Bravo! 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 Pedro, du warst wirklich gut. Du warst fast genauso gut wie ich. Papas neue Kamera. Herr Zebra, der Postbote, bringt ein Paket zu Peppas Haus. Paket für Sie, Papa Wutz. Herzlichen Dank, Herr Zebra. Wiedersehen. Seht mal, gerade kam ein Paket mit der Post. Wer kann raten, was da drin ist? Sausia. Oh, Schorsch. Musst du immer zu allem Saurier sagen? Hoho, das Paket ist viel zu klein für ein Dinosaurier-Paket. Ich glaube, es ist ein neues Spielzeug. Du bist ganz nah dran. Ich weiß, was es ist. Deine neue Kamera. Ein neues Spielzeug für Papa Wutz. Ganz richtig. Es ist eine Videokamera. Damit können wir Filme drehen und im Fernsehen angucken. Darf ich als Erste probieren, Papa? Hoho, das ist ein bisschen zu schwierig für Kinder, Peppa. Sogar ich muss zuerst die Anleitung lesen. Das ist ja komplizierter, als ich dachte.
Luzi Lockes Mama hat auch eine Videokamera. Die schaltet sie mal so an. Oh, sehr gut, Peppa. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. Ich kann es kaum erwarten, Ihren ersten Film aufzunehmen. Kann man diese Stimme irgendwie abstellen? Ich weiß nicht. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. An Luzis Kamera muss man nur den Knopf hier drücken und dann ist Ruhe. Schön, dass Sie die Video 3000... So, jetzt redet sie nicht mehr. Gut gemacht, Peppa. Was soll ich zuerst filmen? Film mich! Na gut, Peppa. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Kommt alle her! Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal, nochmal! Na gut. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal, nochmal! Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal, nochmal! Aha, wir könnten ja auch mal was Neues filmen. Ich weiß was. Papa Wutz geht aus dem Zimmer und wir drehen einen Film für ihn. Hier lang! Papa Wutz muss in der Küche warten, während Mama Wutz, Peppa und Schorsch einen geheimen Film drehen. Nicht lauschen, Papa Wutz! Wir müssen uns alle was ausdenken. Schorsch, willst du als Erster? Seid ihr soweit? Kann ich reinkommen und den Film sehen? Fertig! Du kannst wieder reinkommen! Schorsch hat ein Video gedreht und Peppa auch. Gucken wir den Film von Schorsch zuerst. Sosia! Schorsch tut so, als wäre er ein Dinosaurier. Was für ein furchterregender Dinosaurier. Oh je, Schorsch hat Angst bekommen. Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein richtiger Dinosaurier im Fernsehen. Das bist du. Sausia. Jetzt gucken wir Peppas Film an. Ho, ho, ho. Wer soll das denn sein? Ich bin Peppa Wutz. Ho, ho, ho. Verstehe. Wisst ihr, warum mein Bauch so dick ist? Ganz einfach. Ich esse nämlich so gerne Plätzchen. Mein Bauch ist nicht dick. Aber es stimmt, dass ich gern Plätzchen mag. Und je mehr du isst, desto dicker wird dein Bauch. So, und was kommt jetzt? Das ist mein süßer kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das bin ich. Und das ist der echte Papa Wutz. Opas Boot. Opa und Oma Wutz machen mit Peppa und Schorsch eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Willkommen an Bord, Matrosen! Peppa, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Peppa und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Wenn Captain Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Captain Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht, Captain Opa. Schorsch, hiss die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain. Oma Wutz ans Steuerrad. Ei, ei, Captain. Volle Kraft voraus. Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Peppa. Wir fahren später noch schnell.
Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Eimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ihr beide benehmt euch wie kleine Kinder. Opa Kleff hat mich Wasserschwein genannt. Du hast ihn zuerst Seehund genannt, Opa. Du solltest dich entschuldigen. Nur wenn er sich zuerst entschuldigt. Opa, entschuldige dich bei Opa Wutz. Er ist dein bester Freund. Nein, er ist ein Wasserschwein und mein Boot ist schneller als seins. Na gut, Seehund. Wir machen ein Rennen bis zur Brücke. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, los! Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein! Seehund! Und du kannst nicht schneller als so. Du kriegst mich nicht. Gewonnen! Oh je, das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Captain Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause? Guck mal, da ist Opa Kleff. Opa Kleff kann uns abschleppen. Ich lass mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Kleff. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Kleff, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Captain. Ei, ei, Skipper. Opa Kleff ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Kleff schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Die Hauptsache ist, ich habe das Rennen gewonnen. Opa Wutz. Schlimmer Opa Wutz. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain Opa. Spaghettibein. Peppa spielt mit ihrem Puppenhaus. Schorsch spielt auch mit. Peppa spielt Teekränzchen mit ihrer Puppenfamilie. Also Schorsch, ich bin Mama und Papa und du kannst die Kinder sein. Kinder, bevor ihr euch hinsetzt, müsst ihr euch die Hände waschen. Schorsch bringt die Puppen ins Bett. Halja. Schorsch, warum bringst du die Puppen ins Bett? Sie sollen noch Tee trinken. Schorsch liebt es, die Puppen ins Bett zu bringen. Kinder, kommt sofort herunter oder ihr bekommt nichts mehr ab vom Kuchen. Schorsch hört nicht zu. Er ist zu beschäftigt, die Puppen ins Bett zu bringen. Schorsch, wenn du mit meinem Puppenhaus spielen willst, musst du mir beim Teekränzchen helfen. Hier, Schorsch, du kannst Wasser in die Teekanne füllen. Kinder, kommt sofort herunter. Ja, Mami, wir kommen. Schorsch möchte Wasser in die Teekanne füllen. Oh. Schorsch hat im Waschbecken eine Spinne entdeckt. Schorsch möchte, dass die Spinne sein Freund wird. Oh. Schorsch mag die Spinne. Die Spinne mag Schorsch. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Wo sind die Schokoladenkekse, Papa? Wir hatten gestern noch ganz viele. Oh, tut mir leid, Mama. Ich muss sie wohl aufgegessen haben. Ho, ho, ho.
Schlimmer Papa. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Heia. Schorsch, was machst du denn? Du sollst mir doch beim Teekränzchen helfen. Hilfe! Hilfe! Papa, da ist eine Spinne im Kinderzimmer. Keine Sorge, Peppa. Bitte, Papa, mach sie weg. Kein Grund zur Panik. Hallo, Schorsch, hast du die Spinne gesehen? Die ist eklig. Bitte bring sie weg. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten, Peppa. Spinnen sind sehr, sehr klein und sie können dir nichts tun. Aber keine Sorge, Papa bringt sie aus dem Zimmer. Die ist ganz schön groß, oder? Ich hol mal gerade Mama Wutz. Mama Wutz! Hallo, Herr Spaghettibein. Peppa ist schon ein bisschen mutiger. Es gefällt ihm in meinem Puppenhaus. Hallo, Kinder. Ihr habt also eine Spinne gefunden. Ich bringe sie aus dem Kinderzimmer, damit ihr spielen könnt. Mama, sein Name ist Herr Spaghettibein. Oh, Herr Spaghettibein ist ja ganz schön groß. Peppa und Schorsch mögen die Spinne. Hiya. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Nein, Schorsch. Er möchte Tee trinken. Er will doch noch nicht ins Bett. Hast du Hunger, Herr Spaghettibein? Möchtest du etwas Kuchen essen? Peppa hat keine Angst mehr vor der Spinne. Mama, Papa, setzt euch. Wir machen jetzt ein Teekränzchen mit Herrn Spaghettibein. Wer möchte Tee? Ich bitte. Ich bitte. Köstlich. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Hier ist dein Tee, Herr Spaghettibein. Was sagst du? Du möchtest meinem Papa Hallo sagen? Hallo, Herr Papa Wutz. Schon gut, Peppa. Lass Herrn Spaghettibein seinen Tee trinken. Du hast doch nicht etwa Angst, Papa? Oh nein, natürlich nicht. Nicht so nah. Peppa mag Herrn Spaghettibein. Alle mögen Herrn Spaghettibein. Die schläfrige Prinzessin. Für Peppa und Schorsch ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden. Mama, Papa. Ja, Peppa? Krieg ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will Schorsch keine Geschichte mehr hören. Schorsch, willst du eine Geschichte? Sag ja. Ho, ho, ho. Na gut, das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen. Ich glaube, ich erzähle mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Papa, wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Hoho, ja, es kommt eine Prinzessin vor. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls, er sah gut aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen.
Saurier. Dinosaurier? Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz! Ups, hoppla, das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also das war so. Die Sonne ging unter und der Mond und die Sterne gingen auf. Und alle wurden schläfrig. Aber am schläfrigsten von allen war die schläfrige Prinzessin. Peppa, bist du müde? Nein, Papa, ich bin überhaupt nicht müde. Jemand anderes schon. Schorsch, wach auf! Du verpasst das Ende vom Märchen. Wenn auch Peppa nicht schläfrig ist, die schläfrige Prinzessin war es. Tag ein, Tag aus in den Spiegel zu gucken, hatte sie völlig erschöpft. Ich bring dich jetzt zu Bett. Gute Nacht. Die schläfrige Prinzessin war so schläfrig, dass sie sofort einschlief. Danke für das Märchen, mein König. Zu Diensten, Majestät. Eine wahrhaft königliche Gute-Nacht-Geschichte für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, Schorsch, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. Schorsch, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauche ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Baby Eierlein. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich habe da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen.
Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt, Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Ho, ho, ho. Natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Ho, ho, ho. Ich mag Zelten.